Ein gutes Beispiel, wo meine Tätigkeit hinführen kann, ist beispielsweise die Rekonstruktion der Wikingerhäuser in Heitarbu. Dort haben wir in den Jahren 2005 bis 2008 einen Siedlungsausschnitt mit insgesamt 7 Häusern und dann zusätzlich einer Landebrücke rekonstruiert. Und der Weg dorthin lässt sich eigentlich hier auch sehr schön vor diesem Poster zeigen. Wir haben hier einmal einen Blick auf die Grabungsflächen der 1960er Jahre, die dort durch Kutschizel ausgegraben worden sind, hier in diesem zentralen Bereich die Grabungsflächen, die auch schon in den 30er Jahren durch Herbert Jan Kuhn ausgegraben worden sind. Alle erhaltenen Bauhölzer sind hier digitalisiert. Insgesamt sind das 44.000 Bauhölzer. Mit Hilfe von archäologischen Kriterien sowie der dendrochronologischen Datierung versuche ich jetzt die einzelnen Bauhölzer den verschiedenen Gebäuden wegen Zäunen zuzuweisen. So. Und diese Grundrisse, die ich dann erhalte von den Gebäuden, zusammen mit erhaltenen Bauhölzern, die konstruktive Merkmale zeigen, kann man nun versuchen, diese Gebäude wieder zu rekonstruieren. Und das haben wir im Gelände in Heitarbu gemacht. Wir haben insgesamt 7 Gebäude rekonstruiert, die unterschiedliche Arten der Konstruktion zeigen.